Hi Leute, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal und danke fürs Einschalten. Heute habe ich, Elsa Bay. Elsa Bay ist eine sehr, sehr junge Destillerie noch. Sie befindet sich in den Lowlands im Girvan Grain Complex im Endeffekt und zwar an der Stelle, an der früher 1965 bis 1975 die Brennblasen von der Ladyburn Distillery stand, die aber ja schon lange geschlossen ist. Gehört William Grant & Sons und sollte eigentlich in erster Linie als Lieferant für die ganzen Blends dienen. Die Distillerie ist riesig. Elsa Bay hat 16 Stills, 8 Wash und 8 Spirit Stills und kann 12 Millionen Liter Whisky im Jahr produzieren. Also das sind Dimensionen, das ist abnormal. Sehr, sehr wenig davon wurde als Single Malt bisher auf den Markt gebracht. Die erste Abfüllung, und das waren die hier, übrigens meiner Meinung nach ein absolut geniales Flaschendesign, diese wirklich Chemie flaschenwirkendes Ding, hier oben eine Steinplatte drin. Diese Abfüllung war der Batch 1 im Endeffekt, der von denen auf den Markt gebracht wurde, war von 2015. Und es gab danach nochmal eine zweite Veröffentlichung, ein paar Einzelsachen, die kamen, aber komischerweise findet man in erster Linie wirklich noch diesen ersten Batch. Auch wenn der Preis jetzt inzwischen deutlich angezogen hat. Also ich habe die Flasche vor anderthalb, zwei Jahren gekauft und ich habe, weil die bei uns nie wirklich auf den Markt gekommen ist, ich habe die aus England kommen lassen und habe mit Versand um die 50 Euro gezahlt. Und inzwischen haben ein paar deutsche Shops dem Angebot unter 75 bis knapp 80 wird man da aber definitiv nicht mehr fündig. Es gibt immer noch United Kingdom Sellers, wo es für 48 Pfund verkaufen. Allerdings dann leider nur noch die, wo du dann 16 Euro Versand drauf zahlst. Das reißt dann auch nicht mehr raus. Aber ja, ich hatte diese Flasche eigentlich mit dem Hintergedanken gekauft gehabt, dass ich ein Video dazu mache. Und ja, von dem her war es etwa vor einem Jahr. Und dann kam Malte in eine Facebook-Gruppe, in der ich auch aktiv bin, und hat gefragt, ob jemand haben will, er macht eine Flaschenteilung davon. Dann dachte ich, oh, kann ich hier meine schöne Flasche nur ein bisschen zulassen, weil ich die echt hübsch finde. Und habe mir ein Sample besorgt und das habt ihr jetzt hier im Glas. Ich habe es auch schon mal vorhin ein bisschen probiert. Ja, wenn ihr Malte noch nicht kennt, der macht hier selber auf YouTube Videos, A Dream of Sea. Und hat auch einen sehr interessanten Blog, also auf jeden Fall reinschalten, ich verlinke ihn nachher auch. Das ist allerdings trotzdem kein gesponsertes Video, also ich habe für mein Sample brav bezahlt, wie jeder andere auch. Gehen wir zum Whisky. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Allzu alt kann er noch nicht sein. Anfang 2008 haben die ersten Fässer abgefüllt. Aber hat trotzdem eine schöne Goldfarbe bekommen. Ist ein rauchiger Lowland Malt. Abgefüllt mit 48,9%. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr löblich. Ich meine, das ist wie gesagt eine Destillerie, die in erster Linie für die Blends gebaut worden ist. Aber wenn man dann hier eine Abfüllung auf den Markt bringt, dann kommt gleich hier ein bisschen was, was auch, sagen wir mal, uns Whisky Nerds anspricht. Das Einzige, was dazu fehlt, ist eindeutig ein Alter auf der Flasche, aber bei unter 10-Jährigen kann man sagen, ja gut, kann man die Augen zudrücken. Die könnten jetzt maximal irgendwann im Laufe von diesem Jahr einen 10-Jährigen rausbringen. Vielleicht tun sie es auch, wer weiß. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie eine sehr, sehr teure, exklusive Sonderflasche, falls sie es tun sollten. Ja. Wir haben hier 21 ppm Rauch drin, laut Angaben. Und das ist eigentlich auch das Erste, was einem entgegenspringt. Und zwar ist das ein relativ, ja,
eigenwilliger Rauch, nenne ich es mal so. Weil der erste Eindruck, den ich hatte, als ich vorhin das erste Glas eingeschenkt habe, war nicht unbedingt jetzt von einem intensiven Rauch, sondern gar nicht so weit weg von mir. Hier gab es eine Fabrik, vor 2, 3 Jahren haben die allerdings, glaube ich, zugemacht. Die haben Stoff hergestellt und den bedruckt. Und in der Umgebung davon, von diesem Stofffarbe mit Hochtemperatur reindrücken, wenn da, als die Abgase rausgekommen sind aus diesen Fabrikhallen, das hatte einen sehr, sehr ähnlichen Geruch. Also es roch ein klein bisschen nach Chemieunfall, nicht unbedingt nach angenehmem Rauch. Allerdings, und das hat man ja gerne bei nicht so stark getorften Whiskys, setzt sich der Rauch dann nach einer Weile ein klein bisschen und bleibt als eine interessante Note dabei. Und hier habe ich jetzt eine Mischung aus, ja, ein bisschen was Quarzig-Kohligem und ein klein bisschen was Medizinischem, so auf halbem Weg dazwischen. Also, stellt euch vor, ihr nehmt einen Benriach Curiositas, kreuzt ihn mit einem Laphroaig und dreht den Rauchlevel auf Beaumont-Verhältnisse runter. Hinten dran kommt eine malzige Note durch, klar, junger Whisky, allerdings eine süße, schwere malzige Note. Und sie kann sich durchaus gegen den Rauch durchsetzen, der jetzt immer phenolischer wird, je länger ich rieche. Hatte ich jetzt gerade wieder so einen Augenblick irgendwas von. Laserjet-Druckerpatrone heiß gelaufen. Honig ist auf jeden Fall auch da, da ist eine Süße mit drin. Honig und Malz, das gibt so ein bisschen, ja, mit Honig und Zucker beträufelte Cornflakes, so vielleicht ein klein bisschen im Hintergrund. Dieser etwas eigenwillige Rauch. Insgesamt kommt da schon ein bisschen was an Aromen hinten raus. Man merkt aber eindeutig, dass er noch auf der getreidigeren Seite ist. Sieht schön lecks im Glas. Auf euch. Erster Antritt ist ein bisschen würzig, prickelnd. Dann kommt auch hier die malzige Note durch. Dann kommt auf dem Gaumen jetzt eine schöne Zitrusnote, wo ich so zwischen Richtung eine noch nicht ganz reife Orange schieben würde. Bisschen frisch. Dazu auch hier ja, geschrotetes Korn oder Haferflocken. Irgendwo in die Richtung. Zu einer Honignote und dann hinten dran erst verhalten, wirklich hinten hinter den anderen Aromen, fängt dann langsam an, der Rauch sich aufzubauen. Er hat jetzt hier dieses Quarzige ein bisschen verloren, hat was leicht medizinisch Kräutriges und er hat eine leicht maritime Note. Ich habe jetzt hinten im Abgang eine ganz, ganz deutliche salzige maritime Note unter dem Rauch und ein Hauch von Eiche, aber nicht zu viel. Insgesamt mittellanger Abgang, keine metallische Jugend, keine Schärfe, trotzdem fast 49%. Insgesamt, was bei diesem Whisky auffällt, er wirkt relativ leicht im Mund. Also, er füllt den Mund schön aus, es prickelt, man hat die Aromen, aber sie wirken nicht ölig schwer, sondern von der Konsistenz wirkt er irgendwie viel, viel flüchtiger, viel leichter. Das Witzige ist, dass die Aromen nicht verschwinden, sondern wirklich nur das Gefühl von Flüssigkeit auf dem Mund oder auf der Zunge.
macht ihn eigentlich gerade für jetzt in den Sommer rein zu einem netten Whisky. An der Nase habe ich jetzt wieder diese heißgelaufene Laserjet-Patrone. Das ist das, aus dem sich dieser quarzige Rauch und das leicht phenolische nachher mischen. Am Anfang dachte ich, wie gesagt, an die Textilfarbendrucke und inzwischen bin ich wirklich bei Laserjet. Wenn man den im Hirn ein bisschen ausblendet, kommt jetzt hier hinten dran auch, ja, vielleicht eine Grapefruit hinten dran vor zu dem Malz. Aber an der Nase, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein Stil von Rauch, der mir nicht besonders liegt. Weil er einfach für mich ja, eine Runde zu sehr nach Chemie riecht. Aber am Gaumen für so einen jungen Whisky kann er durchaus überzeugen. Wird, denke ich, interessant, sollte es, man weiß es ja nicht, sollte es tatsächlich mal die Destillerie schaffen, ältere Fässer abzufüllen, weil gerade Rauch, der wandelt sich ja mit der Zeit in andere Aromen um. Und ich finde, man hat es am Gaumen hier schon, da wird der Rauch komplexer, kräutriger und an der Nase wirkt er aber noch ein bisschen zu chemisch, zu frisch. Das könnte sich über die Zeit geben. Der Whisky drunter hat eine sehr, sehr interessante Struktur, sage ich mal. Er hat was von einem Lowland Whisky, obwohl er eigentlich nur zweifach destilliert ist, hat er diese Leichtigkeit im Charakter mit drin. Aber er hat eine salzige Note, wie Whiskys von ganz im Norden von Schottland, wo man sonst eher, wie gesagt, also mit Old Pulteney verbindet, aber einen komplett anderen Charakter vom Mundgefühl her. Und ich finde, das macht es durchaus interessant. Also ich denke, man sollte die Augen offen halten. Ja, nach dem Probieren muss ich sagen, okay, ja, das, was ich damals für gezahlt habe, das ist durchaus dem Whisky angemessen. Der ist nicht schlecht, der ist interessant. Er ist jetzt aber nicht der Überreißer. Ich denke, das ist mehr eine Flasche, die sieht gut aus, die ist ein bisschen kurios und die hat sonst kaum jemand und da kann man sich dran freuen, dass man so ein bisschen was Schräges im Regal stehen hat. Aber ich glaube, in der Destillerie an sich steckt trotz der Masse, die da rauskommt, Potenzial. Und wenn ich das richtig gelesen habe, können die rein theoretisch 4 komplett unterschiedliche Stile von Single Malt in diesen Brennblasen produzieren. Wäre durchaus interessant, wenn die jetzt versuchen würden, mal einen anderen als Vergleich auf den Markt zu bringen. Aber ja, die sind noch jung und wer weiß, was so mit der Zeit noch kommt. Wenn Single Malt weiterhin wirklich im Trend bleibt und im Moment trotz vieler Prognosen, die vor 2-3 Jahren schon andersgehend lauteten, sieht es ja so aus, wer weiß. Vielleicht etabliert sich es irgendwann ja sogar als Single Malt Marke. Grundsätzlich jedenfalls hat Potenzial. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal ein riesen Danke an Malte für das schnelle Zusenden von den Samples. Und falls ihr euch gewundert habt, warum hier ein zweites rumsteht, das ist der Görven. Der stammt aus demselben Komplex, ist aber ein Single Grain. Den werde ich demnächst besprechen. Allerdings habe ich mir dafür was anderes ausgedacht. Nämlich ihn gegen den Nas Loch Lomond Single Grain zu verkosten. Allerdings muss die Flasche erst noch bei mir eintreffen. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Bis dann.